Hatten wir gerade eben schon, ne? Klimakrise abwenden ist Handarbeit. Gehen wir mal ein weiter. Wir haben diesmal nämlich die hier mitgebracht. Die sieht man manchmal, manchmal auch nicht. So, das ist, ich bin jetzt tatsächlich nicht eingestiegen, da die Hintergründe komplett aufzumalen. Aber die besetzen halt Hörsäle, Schulen, Hochschulen. And Fossil Occupy, also diese Occupy-Bewegung, die kennen wir ja noch von vor ungefähr 12 Jahren, wo aus Occupy Wall Street dann noch Occupy Frankfurt wurde. Und das Spannende war, da waren ja wirklich auch, da hat man gemerkt, da kommt auf einmal Gesellschaft in Bewegung. Da war jetzt auf der anderen Seite die Forderung nicht so wirklich klar. Infolgedessen kam jetzt der Diskurs dann auch irgendwann nicht so richtig weitergegangen. Aber das ist natürlich spannend. Zwischen diesen ganzen verschiedenen Mobilisierungs- und Aktionsformen, und das kennen wir auch aus der Studentenbewegung, ist das natürlich ein interessantes Ding, weil man sagt, okay, wir halten hier kurz den Betrieb an, lass uns mal drüber reden. Das Spannende ist, dass sie das an so vielen Stellen gemacht haben, und man kaum davon was hört, finde ich. Also so ähnlich wie mit diesem großen Klinikstreik in NRW, dass das an wirklich vielen Stellen passiert ist, oder stattfindet. Und man jetzt so, also ich habe jetzt Tagesschau oder sonst irgendwie oder Zeitung oder Presseticker kaum was gehört, aber die sind da tatsächlich sehr umtriebig. Wie ist Ja, das? Habt noch ihr mal das? erschreckend, dass sozusagen diese Art, und das nervt mich ja so bei dieser Bewertung von der letzten Generation, dass dann immer kommt, ja, aber können Sie nicht konstruktiver sein, können Sie nicht was Kreativeres, können Sie nicht was anderes machen? Ja, es wird halt alles gemacht, aber es wird halt nicht derartig wahrgenommen. Ja. Das ist wirklich, ja, Ja. desaster. Das ist so ein bisschen, das, also ich bring ja immer gern das Beispiel, weil das so schön plastisch ist vom brennenden Haus. So, und das brennende Haus, jetzt stell dir vor, das Haus brennt und du bist raus auf dem Gang und schreist Feuer, Feuer, wir müssen löschen. Und da kommt einer raus und sagt so, jetzt sei mal ruhig hier, du Penner, geh mal wieder zurück. So, ich lösche hier gar nichts, weil du hast mich jetzt gerettet. Du kannst deinen Scheiß schön alleine löschen. So, ne? Das ist halt komplett, komplett irre. Aber das sind halt eben auch die Prozesse, ne? Katrin hat es uns ja gerade erklärt, warum das eben so greift, ne? Das ist dann irgendwie etwas, das fällt dann genau an diese Plätze. Ne? Ja, und ich wundere Okay. mich eh, dass sozusagen diese Occupy, also da rätsel ich noch, woran das liegt, ob da irgendwas sich auch gesetzlich verändert hat, weil dieses Besetzen des öffentlichen Raumes ist etwas ganz Wichtiges, weil was Occupy ja wirklich gemacht hat, ist ja auch Aufklärungsarbeit dann vor Ort, Diskussionsrunden etc. pp., Aufklärungsanlaufstelle und so weiter. Und wirklich diesen Camp-Status da zu haben. Und sichtbar, vor allen Dingen im öffentlichen Raum. Das vermisse ich im Moment noch so ein bisschen. Vielleicht kommt das noch, vielleicht war das Corona, ich weiß es nicht. Man muss sich das nur mal, also ja, da, danke, du sagst das. Ich habe das ja vor ein paar Wochen auch schon mal gesagt. Dieses, stell dir vor, 1 Million Leute gehen zum FFF-Demo nach Berlin, was sie ja getan haben. So, das war ja, ne, so, und fahren aber nicht nach Hause. Ja. So, das ist nämlich der Unterschied. Das wurde auch ein paar Mal, dann habe ich dann immer wieder nochmal gehört. Das ist tatsächlich ein wichtiges Ding. Wenn wir an einen Taxienplatz denken, wenn wir an den Platz des himmlischen Friedens denken, beliebiges Ding. Genau so kommen Sachen in Bewegung. So, ne? Das, also, das, da steckt schon eine ganze Menge drin. Und viel, also es ist schon spannend, warum man genau über solche Sachen nicht so redet. So, das hier, das ist, finde ich, halt eben geil, weil das so irgendwie so, das ist halt so echt so Studentenbewegungsstyle, so, wo man eben sagt, okay, das ist eh an dem Ort, wo ich bin. Und ich sage hier gerade, wir müssen hier kurz mal drüber reden, vorher mache ich hier nicht weiter. Das ist cool. Ja.